So, heute wieder ein Stullenvideo oder ein Projekt Brotvideo. Wichtigste Zutat natürlich dafür Brot. Im heutigen Fall nehme ich noch Eier dazu. Die Wurst. Normalerweise hätte ich jetzt hier noch Gurken, Tomaten. Habe ich leider beides aktuell nicht zu Hause. Dazu kommen dann entweder noch Mayonnaise oder Remoulade. Das kommt drauf an. Lasse ich heute beides weg. Das sind wir von unseren Muttigen gewöhnt, wenn wir nach Hamburg gefahren sind, größere Touren, dass zum Beispiel Wahlproviant gemacht worden. Meine Mutti, die wusste, dass wir alle gerne Eier essen. Schön Ei, Brot dabei, Salz drauf, unwahrscheinlich lecker. Und natürlich auch eines der wichtigsten Geschichten ist natürlich die Butter wieder. Wir haben jetzt hier das Brötchen, das Brettchen. Das sieht ein bisschen dreckig aus. Das ist aber nur ein bisschen Rinde vom Brot. Ich habe jetzt hier das Ei, frisch geschält. Ich lege das mal hier eben kurz ab. Dann nehmen wir, wie üblich, zunächst mal das Brot und die Butter. Butter ist dieses Mal ein bisschen weicher, weil sie dieses Mal nicht im Kühlschrank war, Gott sei Dank. Die habe ich hier im Zimmer aufbewahrt gehabt. Das heißt, die ist dieses Mal ein bisschen geschmeidiger zum Schmieren. Finde ich persönlich schon mal ein ganzes Stück besser. So, dann hätten wir hier mal das Brot. Schön bestrichen mit der Butter. Wie dem auch sei. Gut, dann habe ich hier jetzt die Brotscheiben. Normalerweise könnte man jetzt einfach das Ei auf das Brot packen und hätte ein super Eibrot. Also das geht auch ohne. Das mache ich. Ich mache es heute mal mit Wurst, weil ich richtig festspannen will. Ich habe den ganzen Tag noch nicht richtig was gegessen. So, ich nehme in meinem Fall jetzt mal hier so. Ich nehme in meinem Fall jetzt hier mal so eine relativ billige Wurst. Normalerweise kaufe ich mir Wurst immer bei meinem speziellen Bäcker, bei dem ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Habe ich. Herrlich. Bunt und mit Liebe. Das bedeutet, dass er aufpassen muss, dass nicht alles auseinanderfällt. Noch ein Gürkchen. Ich würde sagen, ganz ehrlich, ohne diese belegten Brote ist keine Reise. So, wie viele Scheiben Wurst ihr auf euer Brot packt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich in meinem Fall packe jetzt mal drei Scheiben drauf. Und dann verteile ich natürlich noch schön die Scheiben vom Ei darauf. So, das bedeutet, dass ich hier die Schnitten hier mache, noch außer die Brötchen. Auf jeden Fall viel Spaß damit, wenn ihr das selbst esst. So, ich für meinen Teil genieße jetzt mein Brot. Uwe isst wenig Margarine. Uwe kann kein Fett ab. Sonst bricht er. So. Das dabei. Dann die leckere Fleisch. So. Und fertig.